St. Petrus und Paulus Kirche in Eckehardtdorf. Die heutige Kirche wurde schon im Jahre 1708 errichtet. Sie ist eine einschiffige Hallenkirche, die mit der Längsachse in Richtung Ost-West ausgerichtet ist. Sie besitzt eine sehr schöne Kapelle, Sakristei und Turm. Ein Teil des Altars nimmt ein Bild ein, auf dem sich die Apostel Petrus und Paulus begrüßen. Am Tabernakel befinden sich Reliquien des heiligen Franziskus Xaver und des heiligen Rochus. In der Kirche befinden sich noch weitere Seitenaltäre, die der heiligen Anna und Maria, der heiligen Barbara gewidmet sind. Auch ein Altar, der die Verneigung der Hirten zeigt, ist vorhanden. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts restauriert und in den Jahren 1965 und 1973 überholt. Das Projekt Eulengebirge, Erbe multikultureller Geschichte Niederschlesiens, Werbe- und Informationskampagne, ist mitfinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des regionalen operativen Programms für die Woiwodschaft Niederschlesien in den Jahren 2007 bis 2013.